Schönen guten Abend zusammen. Ich habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt, mir Aufmerksamkeit zu verschaffen mit Sportgeräten, die ich mitgebracht habe. Das ist ja auch die Verbindung sozusagen von meiner kleinen Instant Lecture mit dem Thema des Tages heute. Schönen guten Abend. Mein Name ist Max Hartung. Ich habe hier studiert, SPE, von 2012 bis 2016 und ich habe in der Zeit auch gefochten. Und zwar mit dem Säbel, mit den Professoren natürlich, wobei ich auf der Planche natürlich weit unterlegen war, während es auf der Fechtbahn im olympischen Sport ganz gut ging. Ich habe Säbel gefochten, das ist dieses Sportgerät. Damit darf man sowohl schlagen als auch stechen. Alles oberhalb der Gürtellinie wird getroffen. Man erinnert das vielleicht von Piraten oder von der Kavallerie-Filmen, wo eben auch Köpfe abgeschlagen werden sozusagen. Während mit der filigraneren Waffe, dem Degen, Zorro und D'Artagnan gefochten haben in Mantel- und Degenfilmen. Damit darf nur gestoßen werden. Man sieht die Glocke hier. Geht nicht rum, schützt nicht die Hand, weil eben keine Hiebe von der Seite kommen, sondern weil im Fernsehen hüpfen die dann immer so ganz langsam. Und wenn die aber üben gehen, Zorro und D'Artagnan, dann würden die eine leichtere Übungswaffe nehmen, das Florett. Dabei wird dann der tödliche Treffer geübt. Nur der Rumpf, keine Arme, keine Beine, Gesicht sowieso nicht. Die als Gentleman, Woman haben, glaube ich, damals nicht so viel gefochten. Heute schon. Und das ist mein Zugang sozusagen oder das, was ich dann hier auch versucht habe, immer in meiner Studienzeit. Ich bin froh, dass ich keinen Sport studiert habe, was ich ja vielleicht auf den ersten Blick angeboten hatte, sondern eben von der anderen Seite hier als Student Soziologie, Politik und Wirtschaft zurückzukommen sozusagen in den Sport. Guten Abend und in die Sportstrukturen. Ich habe damit als kleiner Junge angefangen und bin dann 2012 bei den Olympischen Spielen dabei gewesen und war uneingeschränkt begeistert. Von der olympischen Idee, von der Party in London, von dem Leben als Sportler und habe trotzdem gedacht, ich muss auch studieren, ich kann nicht nur das Fechten machen, habe dann hier angefangen und diese Begeisterung hat sich aber hat sich nicht gehalten und zwar als 2014 aufgedeckt wurde, dass in Russland systematisch betrogen wird, damals unvorstellbar, heute kann man sich vielleicht vorstellen, dass in einem solchen Regimen, wie das Russland ist, was wir heute kennen, der Geheimdienst dabei hilft, beim Sport zu betrügen, bei einem Spiel, was vermeintlich nur dazu dient, dass man zusammenkommt, dass man eine gute Zeit hat, sich misst, rausfindet, wer der Beste ist, haben die russischen Geheimdienste bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 Urinproben durch ein Loch in der Wand, wirklich wie eine Räuberpistole, durchgereicht, um die Dopingkontrollen zu unterwandern. Und in dieser Zeit, in der also ganz offenbar war, dass, was viele schon vermutet hatten von uns Sportlern, dass es eben nicht fair ist, wurde in Deutschland darüber diskutiert, wie jetzt auch heute nochmal aktuell, wie sollte der Sport organisiert sein. Und Thomas de Maizière war damals Innenminister und daher kommt auch der Titel von diesem kurzen Impuls heute, hat gesagt, wir brauchen bei gleichem Geld ein Drittel mehr Medaillen. Wir müssen den Output vom Leistungssport erhöhen. Und ich war damals, ich habe mich engagiert, das war auch mit etwas, was ich hier aus dem Studium mitgenommen habe. Du kannst mitgestalten, wir haben es vorhin auch im Podium gehört. Ich war Athletenvertreter beim Deutschen Olympischen Sportbund und habe das gehört und war enttäuscht, habe das nicht verstanden. Wie kann man denn jetzt fordern, auch persönlich von mir als Sportler, von uns als Sportlern, dass wir in einem unfairen Spiel jetzt gewinnen, dass quasi die Rahmenbedingungen auch noch gleich bleiben, wir nicht nur schaffen, mitzuhalten mit denen, die betrügen, sondern dass wir auch noch besser sind als die, die natürlich mit Doping, aber anzunehmenderweise natürlich auch im Fechtsport beispielsweise mit Bestechungen von Kampfrichtern wahrscheinlich keine Skrupel haben, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das hat mich erstmal total frustriert und auch ein Gefühl der Machtlosigkeit verursacht, weil das sind ja Riesensysteme, also das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und dann größer noch das Internationale Olympische Komitee. Kennt man aus der Ferne, es ist wirklich der Olymp, ein riesen Glaskasten, mächtige Leute. Und ich dann als Fechter sozusagen, als kleines Teil, als kleines Rädchen in so einem großen System, habe das Gefühl,
wie soll man da jetzt was unternehmen? Da vielleicht auch der Begriff von heute, um den es geht, Hoffnung, ist sowas Passives, da ist man nicht beteiligt, man ist nicht aktiv, sondern man hofft jetzt einfach darauf, dass das Sportsystem sich verbessert, wie man vielleicht darauf hofft, dass man von einer Krankheit wieder genesst, ohne dass man jetzt irgendwie aktiv da etwas tut. Und deswegen der Titel der Hoffnungsmaschine ist dann insofern eigentlich umgedreht, weil ich wollte ja was tun. Ich wollte mitgestalten und ich glaube, dass mir die Bildung und auch die Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, dabei geholfen haben. So wie vorhin Karin Vandenberg das, glaube ich, mit Referenz auf Dirk Becker gesagt hat, die Welt als gestaltbar wahrzunehmen, zu sagen, nee, das muss nicht so sein. Also die Regeln, die da gemacht werden und das Sportsystem, wie wir es in Deutschland haben, das muss jetzt nicht sagen, wir wollen ein Drittel mehr Medaillen produzieren, statisch vom Ende her determiniert, wie eine Maschine das vielleicht machen würde, wie eine Fabrik jetzt also vorne irgendwie Menschen reinstopft und am hinten kommen dann Medaillen raus. Man spricht ja auch im Sport häufig von Kaderschmieden. Das ist, glaube ich, tatsächlich so gemeint und auch im Umkehrschluss macht das den Einzelnen austauschbar. Also es kommt nicht so sehr auf den einzelnen Athleten an der Universität vielleicht, die sich als Fabrik verstehen würde, nicht so sehr auf den Studierenden an, sondern es kommt auf das Ergebnis hinten raus an, was vielleicht beim Arbeitsmarkt ankommt, was vielleicht in der Statistik von, sage ich mal, dem nationalen Ranking, welches Land hat jetzt am meisten reingestopft. Und das ist also nicht nur in dem Sinne von einem Betrug eine Herausforderung mit Russland, sondern auch von der Ideologie des Staates, ein kollektivistisches, autokratisches Regime wie Russland oder China, die können das machen. Die können 1000 Kinder in ihre Turnhallen stecken und sagen, so, einer wird es überleben, was wir hier machen. Und die anderen, gut, die haben sich halt für das Kollektiv hier aufgeopfert. Und das ist natürlich ein Ansatz, wo ich denke, ich nehme an, da wären wir uns einig, das wollen wir nicht für unsere Kinder in Deutschland. Das heißt, an der Stelle, dieses Gefühl, nichts machen zu können, ist nicht akzeptabel. Und Bildung und Universität können, glaube ich, dabei helfen, die Welt als gestaltbar wahrzunehmen, anzupacken. Das haben wir damals auch gemacht, also nicht nur ich alleine. Andere Athletenvertreter haben gemeinsam mit mir einen Verein gegründet. Der heißt Athleten Deutschland. Wir haben Lobbyarbeit gemacht und dafür geworben, dass wir für eine eigenständige Vertretung der Sportlerinnen und Sportler Geld vom Bund bekommen. Das ist auch gelungen. Es waren 450.000 Euro im Jahr, also eine Riesensumme damals. Wir hatten eigentlich gar keine Infrastruktur dafür. Wir hatten einen Verein, aber keine Kasse, keine Buchhaltung. Maximilian Klein ist auch heute da, der arbeitet für Athleten Deutschland. Der ist selber hier Alumnus und hat das jetzt sozusagen nochmal auf das nächste Level gehoben, was der Verein für die Sportlerinnen und Sportler leistet. Soll heißen, man kann gestalten, Bildung schadet dabei nicht. Sport und Bildung, beide Bereiche vielleicht als Parallele, sind eben gerade nicht als Maschinen zu verstehen mit einem determinierten Ende, sondern es kommt auf die Menschen an. Humboldt als, ob jetzt 2.0 oder 1.0, gesagt, bilde dich selbst und wirke auf andere durch das, was du bist. Das kann das Leitmotiv einer Universität sein, das kann aber auch ein Leitmotiv vom Sport sein, von einem Sportler, der sich am Widerstand abarbeitet, sich selbst in der Extremsituation auf der Planche oder auf dem Basketballfeld oder auf der Leichtathletikbahn oder auch im Fußball selbst erkennt, über sich etwas herausfindet und dann wieder andere begeistert und ansteckt und so letztendlich Gesellschaft mitgestaltet. So, das wäre jetzt quasi der kurze Impuls und wir haben noch 7 Minuten für Fragen. Ich finde es ganz toll, dass so viele von den Professorinnen und Professoren, die mich unterrichtet haben, heute hier sind. Das ist ein ganz, ganz schön und eigenartiges Gefühl, jetzt den Spieß so umzudrehen und dass sie mir quasi zuhören. Ich habe noch nicht verstanden, was dieser Club der Athleten nun eigentlich
will. Also verstanden habe ich, da sitzen die netten Leute, ja, die irgendwas anderes wollen, als die in den Bünden dieses Landes stecken. Aber ja, was sie jetzt anders machen, müssen wir uns noch verraten. Das ist die Königsfrage sozusagen nach der Alternative. Um es ganz konkret zu machen, der Verein Athleten Deutschland, dem ich heute nicht mehr, von dem ich nicht, bin natürlich noch Mitglied, aber für den ich nicht mehr ehrenamtlich als Präsident engagiert bin, hat das in die Diskussion, die gerade, also gestern war, glaube ich, Sportministerkonferenz, also die Sportminister der Länder haben zusammengesessen und haben das jetzt geteilt. Die haben gesagt, wir wollen zwar, was haben sie gesagt, nicht mehr ein Drittel mehr Medaillen, die wollen jetzt Dritter im Medaillenspiegel bei den Winterspielen und Fünfter bei den Sommerspielen werden. Also das Ziel ist immer noch da, seit gestern. Und sie wollen aber auch mit Athleten Deutschland eine Debatte über die Ziele führen und machen das jetzt gleichzeitig. Was, glaube ich, eine Herausforderung werden wird. Was wir jetzt gemacht haben bei der Sportstiftung NRW, das ist jetzt mein Arbeitgeber, also ich arbeite für eine Stiftung, die Sportler unterstützt mit Mitteln vom Land. Wir haben für uns jetzt definiert, ja, wenn es die Sportler Persönlichkeiten sind, die auf andere wirken können, dann müssen wir uns einmal denen verschreiben, die dabei unterstützen bei ihrem Weg. Das ist quasi unsere Aufgabe als Stiftung. Wir müssen aber auch bei der Auswahl schon versuchen zu berücksichtigen, was sind das denn für Menschen? Und wir haben jetzt erstmalig ein Bewerbungsverfahren eingeführt, wo jetzt Sportler, ähnlich wie vielleicht bei Begabtenwerken in der Bildung, sich bei der Stiftung um Unterstützung bewerben, sich und ihre Sportart vorstellen. Die schicken uns ein Video, die schreiben ein Motivationsschreiben und wir suchen ihn aus und versuchen dann wiederum zu sagen, wir unterstützen euch und wollen euch gleichzeitig durch diesen Bewerbungsprozess dafür sensibilisieren, dass sich das nur geht mit staatlichem Geld, wenn ihr wiederum gesellschaftlichen Mehrwert schafft, dadurch, dass ihr zurückstrahlt in euren Heimatort, in euren Verein, in die Sportinfrastruktur, in eure Sportart. Und das ist jetzt für uns als Stiftung wiederum die Legitimation dafür, dass wir überhaupt Geld ausgeben können, weil sozusagen der Medaillenspiegel als einzige Zielgröße ist es nicht. Das ist die Antwort, die wir jetzt als Stiftung gegeben haben, was Athleten Deutschland und Bund, also das Bundesministerium und der Deutsche Olympische Sportbund jetzt machen, ist jetzt seit 10 Jahren in der Diskussion und in der Reform der Reform. Also die Frage ist eine gute, denn das hat die Sportverwaltung noch nicht geschafft zu beantworten. Bitte. Ja, also das, was du da zu den unfairen Methoden im Leistungssport gesagt hast, das ist ja nicht neu. Das hatten wir ja schon im Ostblock, also Doping ohne Ende, das ist ja dann auch schweren körperlichen Verwerfungen bei den entsprechenden Athleten geändert. Die Frage ist halt, wenn ein solches System so korrumpiert ist, wie will man denn dann eigentlich Leistungssport betreiben? Also ich meine, ist der Leistungssport dann eine Leistungsschau der chemischen Industrie, die das dann irgendwie hinkriegt, dass man höher, weiter, schneller geht? Oder was soll das dann sein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein ernsthaftes Problem mit der Feststellung, dass man sagt, ich möchte Fünfter im Medaillenspiegel werden, weil das ist sicherlich machbar, wenn man die entsprechenden, sagen wir mal, Enhancement verwendet. Wie soll das funktionieren? Hat man da irgendeine Idee oder ist das nur eine Forderung, um dann anschließend zu sagen, wir haben das Ziel nicht erreicht, deswegen streichen wir das Geld? Oder wie siehst du das? Also ich sehe das so, dass das von vornherein quasi keinen Sinn macht, dieses Ziel so festzulegen und dass damit der Leistungssport nicht unbedingt tot ist, sondern der internationale Erfolgsvergleich von Nationen an der Stelle vielleicht keinen Sinn macht. Also ich kann möglicherweise trotzdem, um jetzt ein Beispiel zu nennen, entweder durch eine regionalere oder durch einen Kontext, in dem Wettkämpfer antreten, die sich an gemeinsame Regeln tatsächlich halten, hatten wir zum Beispiel bei den European Championships jetzt in München zuletzt, wo wirklich die Leute begeistert Leistungssport geschaut haben. Klar, da war Russland nicht dabei, da war Amerika nicht dabei, war da Jamaika nicht dabei, aber es gab ein tolles Sportfest, wo Leichtathletik geschaut wurde, das funktioniert hat. Der Fußball mit seiner Bundesliga, da wird natürlich wahrscheinlich auch nicht alles immer fair zugehen, aber die Menschen gucken Sport. Auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht performt, dann ist nicht gleich sozusagen der Fußball tot, weil es gibt Sportfeste in allen Sportarten auf allen Ebenen und eben da ist der Fokus sehr stark auf diesen Nationenvergleich allein und ich glaube, man kann Leistungssport und die Begeisterung, die das vielleicht auch gerade jetzt, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Geschichte erzähle, die Europameisterschaft in Düsseldorf, wo die Kids aus den umliegenden Vereinen da waren und so Augen gemacht haben, das hat ja
das habe ich erlebt, dass das einen Wert hat, dass das resoniert hat mit dem Publikum, das da war, dass das Menschen angesteckt hat. Und weil ich dann vielleicht in der Sportart im Weltvergleich gegen Russland möglicherweise verliere, wo ja das Verlieren ohnehin systemimmanent ist, sozusagen als Teil von dem, was im Sport passieren kann, wäre es, glaube ich, fahrlässig, das einfach abzuschaffen. Hat das die Frage beantwortet? Ja, das sicherlich, aber die Frage ist halt dann, wie messe ich das denn jetzt letztlich? Ja, also wie messe ich jetzt den Spaß? Ja, an Zuschauerzahlen, an Einschaltquoten in den Medien oder an... Also es ist ja eine Frage der Messbarkeit von Leistung. Wie misst man das in einem rigged System? Es ist, also auch die Frage kann ich nicht final beantworten. Die ist vielleicht eine ähnliche Frage mit dem, was passiert, wenn ich den Output von Abiturnoten in einem europäischen Vergleich messen will. Möglicherweise führt das am Ende sowieso zu keinem guten Ergebnis. Ich kann Annäherungen treffen und ich muss dann im Sport jetzt annehmen, das ist eine komplizierte Frage, ob das, inwieweit das jetzt gesellschaftlichen Mehrwert bringt. Athleten Deutschland hat das als Public Value Proposition sozusagen jetzt englischen Phrase genau die gleiche Frage aufgeworfen. Wie kann ich das messen? Schwer, aber ich kann auf jeden Fall nicht die Frage beantworten, indem ich die auf einen einzigen Parameter runterbreche, damit es für mich verständlich und einfach ist und dieser fünfte Platz im Medaillenspiegel, weil das andere wird kompliziert, da habe ich verschiedene Parameter wie Mitglieder in Sportvereinen, Zuschauerzahlen, Verbreitung, dann irgendwie das persönliche Empfinden der Menschen, das ist schwerer zu messen. Aber dann die Antwort zu sagen, okay, dann nehmen wir einen Parameter, der einfach ist, ist, glaube ich, keine gute Antwort darauf, auch wenn ich jetzt die Frage nicht letztlich beantworten kann. Es wären jetzt genau 20 Minuten. Wer ist nach mir dran? Ist derjenige hier?